Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich dich mal so ein bisschen mit auf einen Spa-Summer-Day nehmen. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt beschreiben soll. Also ich habe den ganzen Tisch hier voll mit Pflegeprodukten und möchte die nach und nach mit dir zusammen verwenden. Und ja, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Solche Spa-Summer-Days oder Spa-Days lege ich immer mal wieder ein. Das ist, wenn ich halt so einen Sonntag oder, ja, meistens sind es tatsächlich Sonntage, habe, heute ist auch Sonntag, dann kann ich mich einfach mal so ein bisschen um mich selbst kümmern. Einfach mal so ein bisschen Me-Time, ein bisschen das Gesicht reinigen, klären, den Körper wieder in Schwung bringen und, ne, da habe ich einfach ein bisschen Bock drauf. Und ja, in freundlicher Kooperation mit Dr. Pierre Ricot und der Badefee entsteht auch tatsächlich dieses Video, weil mir da das ein oder andere zugeschickt wurde. Weil es halt von der Produktkategorie dann halt auch sehr gut gepasst hat, habe ich das dann quasi hiermit in dieses Video inkludiert, was erstmal am allerwichtigsten, am allerwichtigsten für meinen persönlichen Spa-Day ist ein Kaffee. Ohne Kaffee, ohne Milch. Ich bin tatsächlich aufgestanden, sitze hier auch im Schlafanzug, ne, habe eben meine Haare gekämmt, habe tatsächlich einmal Zähne geputzt, ja. Ansonsten habe ich nichts gemacht. Also das ist, wie es aussieht. Also ja, geht noch. Wir waren gestern bis 2 Uhr auf und wir haben es jetzt 12 Uhr. Ja, quasi morgens, ne? Das ist halt, wenn man noch keine Kinder hatte, alles ein bisschen entspannter. Ja, und jetzt möchte ich dich einfach mal so ein bisschen mitnehmen und ich laber. Achso, und eine Verlosung gibt es auch noch. Klar. So, duschen, also quasi Haare waschen, mache ich jeden Abend. Also ich mache das ungern morgens, weil ich mir da einfach richtig viel Zeit für nehmen möchte. Ich möchte das alles ganz entspannt halten und nicht irgendwie irgendwas Aufregendes. Ich keine Ahnung, ich brauche da einfach meine Zeit für. Wenn du möchtest, dass ich dir meine Haarroutine abpflege, dann kannst du gerne hier oben mal abstimmen oder mir das unten in die Kommentare reinschreiben, weil meine Haarroutine besteht nicht nur aus Shampoo, sondern aus Spülung, dann eine Kur und dann halt auch eine Sprühkur nachher und Seren und Öle und keine Ahnung, halt einfach alles Mögliche, damit meine Haare auch irgendwie gut aussehen und damit es denen gut geht. Also, ne? Gerne mal schreiben, wenn du da Bock drauf hast. Weil dieses Video halt auch in Zusammenarbeit mit Badefee entsteht, habe ich auch hier ein Produkt von Badefee, was ich dir zeige. Und zwar ist das hier, da habe ich mir ein Säckchen für genommen und habe ich halt auch gestern Abend verwendet, ne? Das ist eine Seife. Die kommt normalerweise hier in so einer Verpackung, ja, ne? Also das ist quasi die Schärpe davon. Ich habe die Geruchsrichtung Flower Garden, das Solid Shampoo. Und dieses hier ist mit Aloe und Kakaobutter und Macadamiaöl und Betain und Vitamin E. Mit ganz vielen tollen Sachen. Und ich habe das halt in so ein Säckchen gemacht, wo ich normalerweise so meine Abschminkpads quasi drin bekommen habe. Das finde ich einfach schöner, so kann das halt besser trocknen. Das hänge ich dann einfach so in der Dusche über Nacht auf. Dann trocknet das halt und dann kann ich das am nächsten Abend wieder verwenden. Ist voll super. Dann mache ich das hier rein, dann halte ich das halt unter die Dusche ganz normal und reibe das so in meinen Haaren rum. Dann schäumt das auf. Beziehungsweise normalerweise halte ich dann quasi meine Haare hier an der Seite und reibe das dann da rein. Und arbeitet das langsam nach oben ein. Aber mehr davon, wenn du möchtest, in der Haarroutine. Die hat hier auch wirklich so richtig schöne Blütenviecher mit drin. Ich kann das so schlecht rausholen, weil das halt echt noch nicht hundertprozentig gestern Abend getrocknet ist. Das ist ein bisschen blöd vom Vorzeigeeffekt. Hätte ich da dann wahrscheinlich gar nicht benutzen sollen gestern. Aber ich wollte es gestern unbedingt benutzen. Riecht fantastisch nach Seife so ein bisschen, ne? Nach ganz normaler Seife. In Kombination mit so einem Hauch von Blume. Und wenn du unter der Dusche stehst und das verwendest, es fühlt sich einfach angenehm an. Ich hatte erst ein bisschen Bedenken, dass wenn ich das verwende, dass es quasi zu sehr reinigt, sprich, dass meine Haare da vielleicht stumpf durch werden oder so. Das ist es Gott sei Dank nicht. Es pflegt durch dieses Macadamiaöl unfassbar gut. Es tut so gut auf den Haaren. Es macht ein schönes Ergebnis. Also, ne, ich habe gestern Abend Haare gewaschen. Es ist fantastisch. Es ist, ich liebe es. Ich könnte mich in diesen Duft reinlegen. Sehr schön. Du hast da auch richtige Blüten damit drin und das ist alles so natürlich und man fühlt sich dadurch auch echt nachher. Es ist halt auch schon mal Spa abends. Okay, aber wir sind jetzt in der Morgenroutine, beziehungsweise nicht Morgenroutine, in dem morgendlichen Spa, was man so machen kann. Und ich hatte jetzt hier dieses hier gefunden in meinen Probengeschichten und habe mir gedacht, hey komm, das probieren wir mal zusammen aus. Das ist von Vandini. So eine 3 Steps für ein klareres, feines Hautbild. Finde ich sehr gut, denn ich bin heute Morgen aufgewacht und hatte hier ein kleines Einhorn. Und ja, vielleicht hilft das ja aktuell. Ja,
Das erste ist Deep Cleansing führt zu Unreinheiten neigender Haut. Ein Micellenwaschgel mit Hamamelis. Micellenwaschgele verwende ich jetzt aktuell nicht mehr so gerne, weil mir viel besser das Rosenwasser gefällt. Aber hier ist es drin und das ist so ein 3-Steps-Fee, das wollte ich komplett mal benutzen. Und das ist mit Blütenwasser. Da bin ich auch mal gespannt. Da ist auch eine Blume abgebildet. Nehmen wir uns mal einen Schluck und starten mit der ganzen wahnsinnigen Geschichte. Ich weiß nicht, ob ich mir das direkt auf so ein wiederverwendbares Wattepad gebe. Da habe ich ja solche Stoffviecher, die packe ich ja in die Waschmaschine und in den Trockner. Oder ob ich, also quasi für Gesichtsserien, ne? Und zum Abschminken habe ich dann die von Norwell, die ein bisschen dicker sind. Aber wir sind hier in dem Morgen. Ach, Claudia. Ja. Oder ob ich das hier in ein Pöttchen mache. So, wir gucken mal. Ach, Mist. Das muss ich auf die angefeuchtete Haut geben und danach abwaschen. Also ist das... Ach so, ist ja auch ein Waschgel, ne? Läuft bei mir. Ich hole mal eben kurz Wasser. So, jetzt habe ich mich etwas mehr vorbereitet. Ich habe hier eine Wasserschale, eine Schale mit Wasser. Habe mir da auch einen Waschi direkt reingelegt. Ein Waschis benutze ich halt wirklich, wenn ich mein Gesicht reinige. Benutze ich weniger zum Abschminken tatsächlich. Da benutze ich halt die Norwell Pads. Hier habe ich jetzt ein angefeuchtetes Waschi, welches ich über mein Gesicht reibe. Weil, um das Waschgel aufzutragen, muss mein Gesicht angefeuchtet sein. Habe ich gerade gelesen. Super. Aber das ist auch mal ganz gut, wenn man sein Gesicht mal vorher wäscht. Weil das habe ich heute auch noch gar nicht gemacht. So, das Gesicht ist hiermit angefeuchtet. Ich muss noch einen Schluck Kaffee trinken. Es ist noch zu früh. Ist halt ein Gel. Ein durchsichtiges Gel. Ist auf dem Waschi. Sehr neutral. Also, da stand ja was mit Blütenwasser. Ein bisschen nach Blume riecht das, aber sehr natürlich. Dann verwende ich jetzt erstmal die andere Seite vom Waschi, um das halt nochmal so grob abzunehmen, sage ich mal. Und dann wasche ich den Waschi aus und gehe nochmal mit dem ausgewaschenen Waschi über mein Gesicht. Ich sau hier rum, Leute. Aber deswegen liebe ich diese Videos ehrlich gesagt immer so, weil man einfach mal vollkommen entspannt hier rumsauen darf. Und das quietscht richtig, wenn ich jetzt da drüber gehe, macht das so quietsch, quietsch. Das heißt, es ist wirklich sehr, sehr gut gereinigt. Quietsch. Die Nase glänzt, so gut ist sie gereinigt. Also das ist schon cool. So, als nächsten Schritt mache ich jetzt eine Gesichtsmaske drauf, die ja da drin ist. Aber ich mache dafür meine Haare mal nach hinten. Nö, ich glaube, das ist besser. Oh, ich habe nicht nachgedacht. Ich muss jetzt mein T-Shirt kurz ausziehen, darunter habe ich ja einen Top, weil ich gleich auch duschen gehe und so. Moment. You can leave your Haarreifen on. Läuft, ne? So, Maske. Das ist eine intensiv reinigende Maske mit Aktivkohle. Das ist eine reinigende Tonerdemaske mit Aktivkohle. Die wirkt reinigend für die Haut. Unreinheiten werden effizient entgegengewirkt. Sehr gut. Das Ergebnis ist ein tiefen gereinigtes, gesund strahlendes Hautbild. Da freue ich mich drauf. Jetzt habe ich hier die Maske im Pöttchen drin. Und die kommt jetzt wirklich auf mein quietschgereinigtes Gesicht direkt drauf. Sonst mache ich das ganz gerne, dass ich mir vorher ein bisschen Rosenwasser drunter mache. Aber das soll jetzt intensiv werden. Also drauf damit. Bei solchen Masken musst du immer sehr, sehr gut aufpassen, dass du nicht so an deine Augenpartie oder so rangehst. Weil da bist du halt sehr empfindlich. Und wenn du dir da dann so eine krasse Maske drauf machst, dann tut das weh. Das wollen wir nicht. So, ich habe jetzt die Gesichtsmaske aufgetragen und das hat wirklich schön für mein ganzes Gesicht gereicht und sie prickelt jetzt ein bisschen. Ich habe das oft bei Aktivkohlemasken, dass die erst ein bisschen prickeln, dass die Haut sich ein bisschen dran gewöhnt und dann wird es schon in Ordnung sein, das reinigt jetzt halt. Was ich jetzt machen werde, ist, dass ich kurz duschen gehe, weil wenn ich so an einem Sommertag nachts ein bisschen geschwitzt habe oder so, fühle ich mich frischer, wenn ich morgens ein bisschen dusche. Aber nur den Körper. Sowas mache ich aber nur am Wochenende, weil in der Woche habe ich da einfach nicht die Zeit für. Ich muss ganz normal arbeiten, da habe ich dann echt keine Zeit für. Das mache ich dann nur am Wochenende und heute ist ein Spa-Day, heute kann ich es machen. Und da verwende ich von Badefee das Duschgel. Oh, das riecht so gut, Leute. Das habe ich mir jetzt aus der Dusche geholt, das habe ich nämlich in der Dusche stehen. Softly Grape, das ist so, so geil. Das riecht echt toll nach Traube. Richtig toll. Und da hast du noch einen Hauch Vanille mit dabei. Ja, das ist jetzt echt so ein bisschen Spa-Gefühl für mich im Sommer, weil du hast diesen fruchtigen Duft, den ich ja so sehr liebe. Und dann diesen Hauch Vanille, weil ich liebe es süß. Also, ich gehe jetzt kurz duschen. Das kann ich mit der Maske im Gesicht sehr gut machen.
schön, wenn man jetzt so wundervoll hier riecht, ne? Ich habe mich jetzt auch mal angezogen. Sprich, ich habe schon langsam mal ein BH angezogen, das durfte auch mal sein. Ja, habe einen Top an und habe eine kurze Hose an, weil wir uns gleich auch um meine Beine kümmern werden. Ich habe mich gerade unter der Dusche auch rasiert, weswegen ich jetzt auch eine Deo-Creme brauche. Nach dem Rasieren verwende ich kein Deo-Spray. Ich verwende einen Deo-Roller oder eine Deo-Creme. Da habe ich hier von Badefee die Deo-Creme samtweich. Und die, ihr Lieben, ist wirklich sehr samtweich. Riecht einfach auch sehr pudrig, sehr, sehr sanft. Und ich nehme mir das immer mit meinem Fingernagel so ab, weil ich halt mit meinen viel zu langen Fingernägeln anders nicht reinkomme. Und nehme meine Achsel, die auch echt gerötet ist, wie man sieht. Ja, ich halte meine Achsel in die Kamera und verteile das einfach. Das mache ich meistens tatsächlich eher abends, weil ich mich eigentlich auch eher abends rasiere. Aber Leute, für euch, ne, wollte ich das jetzt hier auch nochmal demonstrieren. Und die fühlt sich schön an. Also das ist angenehm für die Haut. Ich merke, dass meine rechte Achsel noch echt am Jucken ist, während meine linke Achsel das jetzt gerade so wie so eine Creme halt auch aufnimmt. Und es ist aber gleichzeitig halt auch ein Deo, sodass es quasi auch einen Schutz bietet. Das mache ich unter der anderen Achsel genauso. Auch wieder ein bisschen was abschaben. Und von der Konsistenz her ist das auch ähnlich wie die Deo-Creme, die ich ja schon mal leer gemacht habe von I+M. Ein bisschen fester, ne? Ja, also sehr, sehr angenehm, definitiv. Und hier, ich habe Mückenstiche, ne? Ich habe überall Mückenstiche. Und ich finde, dass diese Deo-Creme auch wirklich schützt, ne? Also sie ist jetzt nicht so, dass ich jetzt Hochleistungssport machen könnte damit, ohne zu schwitzen. Aber sie schützt mich schon so vor, ja, vor dem allgemeinen Schwitzen, was man so normalerweise macht. Ja. Und sie riecht gut. Ja, gefällt mir. Also definitiv ein Produkt, was ich euch ans Herz legen kann, weil es auch einfach gut für die Haut ist. Und hier habe ich auch nochmal die Verpackung aufbewahrt. Das ist mit Shea Butter, Kokos und Mandelöl und deswegen ist die halt so pflegend und deswegen juckt meine Haut jetzt nicht mehr unter der Achsel. Pudrig eleganter Duft, ja, definitiv. Holzige Note, kann ich jetzt nicht so bestätigen. Riecht jetzt nicht nach einem Stück Holz. Und das ist mit Zinkoxid. Ach, guck mal. Deswegen. Zink ist auch immer ganz gut, wenn man so Wunden hat oder so. Ist auch eine gute Narbensalbe zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich bin ein Tollpatsch, ne? Ich hau mir ständig irgendwo mein Bein an oder meinen Körper. Und wenn man da halt einen Ratscher kriegt, dann macht man ein bisschen Zinksalbe drauf, damit sich halt die Haut ein bisschen besser regenerieren kann. Deswegen ist die auch so gut nach dem Rasieren. Das wusste ich gar nicht. Siehst du? Manchmal muss man lesen. Ja. Wie kam ich da jetzt dran? Ich habe neben meinem Tisch einen großen, also ich habe hier Mülltrennung. Ich habe hier vorne auf meinem Tisch Restmüll, unten habe ich Papiermüll und Plastikmüll getrennt, ja. Und da ich den diese Woche noch nicht rausgebracht habe, habe ich das Produktgedöns hier noch drin und das finde ich voll gut. Voll gut, Claudi. Manchmal muss man auch ein bisschen müllmessy sein, ne? Sagte sie und guckte auf ihren Aufgebrauchthaufen. Ja, so. Auf jeden Fall, ich laber schon wieder. Abends würde ich jetzt tatsächlich meinen Körper komplett eincremen, also auch mit einer richtigen Bodylotion, mit richtig Feuchtigkeit und so. Über Tag mache ich das nicht, weil mir das einfach alles dann zu klebrig und zu ist. Das mache ich lieber abends, wenn ich ins Bett gehe und im Bett ist mir das alles kurz egal. Über Tag verwende ich Sonnencreme. Ne? Macht Sinn, jetzt bei dem Wetter. Da habe ich jetzt hier in meinem Probenprojekt von Hawaiian Tropic die Silk Hydration After Soft, Airsoft, Ultralight Texture, Lichtschutzfaktor 30 und auch feuchtigkeitsspendend. Und ja, die Probe auf jeden Fall. Hier steht zwar insbesondere im Gesicht, aber mein Gesicht ist gerade besetzt. Das heißt, ich werde es im Dekolleté und auf den Armen verwenden und ich denke, dass das auch nur dafür reichen wird. Und das mache ich mir jetzt mal drauf. Ich weiß gar nicht, in welcher Box das mit drin war. Aber ne, hatte ich auf jeden Fall ja auch in einer Beauty-Box mit drin. Und ich mache mir meistens immer so das tropfenmäßig drauf. Also einen Tropfen hier und einen Tropfen hier. Riecht schon mal sehr angenehm, das muss ich sagen. Und da kommt gerade noch mehr raus. Hey, drin bleiben. Stück du. Und ja, dann verteile ich mir das erstmal auf dem Arm. Das ist übrigens irgendwie gelb, ne? Also nicht dieses klassische, was man so kennt, dieses weiße. Oha. Ergiebig, Leute, ergiebig. Wow. Oh, aber die ist gut. Die ist nicht so dieses klassische Weiße, ne? Das sieht man auch auf den Fingern. Das ist sehr ölig. Also wirklich feuchtigkeitsspendend. Die ist ja geil. Sonst hast du das bei Sonnencremes immer, dass du diesen Weißschleier hast und den hast du hier nicht. Das wusste ich gar nicht. Ja gut, das ist ja auch die Probe, die ich jetzt hier im Projekt habe, ne? Krass. Das ist auch immer so eine kritische Zone hier hinten, ne? Wenn man Top anhat, muss man immer gut auch eincremen. Das Dekolleté.
Die ist echt toll, die Textur. Also du hast jetzt so einen Glanz auf der Haut, ne? Aber du hast es nicht dieses fettige, dicke Sonnencreme-Gedöns. Also das gefällt mir richtig gut. Kann ich mir wundervoll vorstellen, wenn du im Urlaub bist, ne? Dann glänzt die Haut. Mega cool. Das gefällt mir richtig gut. Und ja, eine Reise für die Sinne. Definitiv. Das nächste, was ich jetzt mit euch zusammen, während die Maske noch weiter trocknet, weil sie ist hier noch feucht, benutzen werde, ist von Dr. Pierre Ricot das Intelligence Minceur. Das ist so ein Beingel und das ist mit Ingwer und das soll quasi machen, dass deine Beine sich leichter anfühlen. Das kannst du zweimal täglich anwenden, morgens und abends und ist halt gerade, wenn du jetzt diese Wärme hast, eine ganz angenehme Geschichte und das probieren wir jetzt mal aus. Und das ist mit Sesamöl, mit Sonnenblumenöl und mit Macadamiaöl. Und das soll eine richtige Drainage machen, dass die Beine dann auch noch geglättet werden und angeregt werden. Oh, wir gucken mal. Das ist jetzt auch eine First Impression, das habe ich noch nicht verwendet. Und wie so oft in letzter Zeit präsentiere ich euch hiermit mein Bein. Ja, bitte, ich habe nicht jetzt gerade frisch rasiert oder so. Ich habe wirklich immer wieder, hier habe ich auch einen blauen Fleck. Ich habe ständig blaue Flecken. Ich bin halt sehr anfällig für Blödsinn. So, genau. Hier haben wir das Produkt und das tragen wir uns mal auf. Das muss ich quasi einmassieren vom Knöchel, der sich hier befindet, den ihr nicht seht. Super. Von meinem Knöchel bis zum Oberschenkel in aufsteigenden Drainagebewegungen. Okay. Es riecht angenehm. Ein bisschen fruchtig. Und dann gucken wir mal. Ach, guck mal. Das sind hier richtig Tropfen, die dann da rauskommen. Und das ist ein Öl. Okay. Ich verstreiche das erstmal, weil sonst kommt man doch gar nicht von unten nach oben hoch, oder? Ich weiß gar nicht. Drainage. Also quasi so. Das tut auf jeden Fall ganz gut. Und ich benutze auch gerne im Sommer so Öl für die Beine, damit die Beine so ein bisschen glänzend sind. Und ja, weil meine Beine sind immer so weiß, ne? Und wenn ich dann halt so ein bisschen Öl drauf mache, dann wirken meine Beine halt auch schöner und nicht ganz so tot. Es wärmt ein bisschen das Öl, das ist ganz angenehm. Aber es ist jetzt nicht irgendwie so, dass ich da eine feurige Hitze oder so spüren würde. Das hatte ich nämlich auch schon bei dem ein oder anderen Öl. Und das ist dann ein bisschen unangenehm. Ich mag das nicht, wenn Produkte einfach warm, also heiß werden, ne? Macht man so eine Drainage? Bin da nicht so bewandert in Beindrainagen. Also es riecht angenehm, aber das ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, oh mein Gott, ich merke gerade voll die straffende Geschichte an meinem Bein. Das nun nicht. Bein Nummer 1 ist fertig. Wenden wir uns an Bein Nummer 2. Ja, das gefällt mir. Das ist ganz angenehm und kann man auf jeden Fall ganz gut verwenden. Lässt sich auch schön einarbeiten. Jetzt hat man ein bisschen Ölfilm auf den Beinen, aber ich denke, dass es schnell einziehen wird. Weiß ich nicht. Ich werde mal berichten, aber ich habe jetzt echt viel Öl verwendet, glaube ich, ne? Naja, aber meine Beine fühlen sich auf jeden Fall angeregt an. Das auf jeden Fall. Als nächstes möchte ich meinen Füßen was Gutes tun. Ich benutze jedes Mal nach dem Duschen eine Fußcreme. Ich finde es wirklich wichtig. Ich habe keine schönen Füße. Also wenn ihr die gleich seht, ihr habt es ja schon mal bei Fußmasken, Hornhautentferner Fußmaskentests gesehen, ne? Das ist eine 3-in-1 Fußcreme mit AHA, auch von Dr. Pierre Ricot. Und die nährt, stärkt und macht geschmeidig. Und ja, das werde ich jetzt mal auftragen. Und da das halt ein Produkt ist, wo du eine Säure mit drin hast, musst du echt aufpassen, weil du dann nicht direkt mit dem Fuß in die Sonne gehen solltest. Deswegen kann man das vielleicht auch abends verwenden oder so. Ja, hier ist mal einer Fuß. Fuß. Nichts Spektakuläres hier, ne? Es ist nun mal ein Fuß. So. Riecht nach nicht wirklich was. Ist halt so eine cremige Textur. So ein weißes Krams. Und das kommt auf meinen Fuß. Fühlt sich aber ganz gut an, da kann ich mich nicht beschweren. Das ist ganz angenehm. Eine ganz normale Fußcreme, würde ich sagen, ne? Dann wieder die Socke an. Tada! Und dann der nächste Fuß. So langsam habe ich mich übrigens mein Bild in der Kamera mit einer schwarzen Maske auf dem Gesicht gewöhnt, oder? Kann ich doch jetzt jedes Mal machen. Nicht. Ich glaube AHA, das ist doch auch Fruchtsäure, oder? Oder war das BHA? Ich bringe das immer durcheinander. Oder sind das beide Fruchtsäuren? Keine Ahnung. Füße brauchen Pflege, Leute. Gerade im Sommer, weil da laufe ich persönlich auch sehr oft barfuß rum. Und da sollte man drauf achten, dass die Füße dann auch nicht trocken werden oder so, weil die dann halt schnell rissig werden. Also immer schön die Füße eincremen.
Sie werden es dir danken, denn du läufst ja mit ihnen rum. Zweiter Fuß auch eingecremt. Perfekt hier. Geil. Ja, fühlt sich wirklich gut an. Für trockene bis sehr trockene Füße ist das übrigens. Und das ist jetzt gerade im Sommer, wo ja alles wirklich am Körper austrocknet. Vor allem die Füße, eine ganz gute Geschichte. So, die Maske ist jetzt schon sehr gut getrocknet. Also da habe ich eine sehr dicke Stelle. Aber ansonsten ist die sehr gut getrocknet. Sie bricht auch hier schon auf am Kinn. Sieht man, glaube ich, auch. Die wasche ich mir mal eben kurz ab. Und ja, dann geht gleich die Reise weiter. Die Maske ist abgewaschen und mein Gesicht fühlt sich super krass gereinigt an. Und so sieht das von nahem aus. Und mein Einhorn ist auch nicht mehr so rot und so entzündet. Also entzündet, ne? Aber nicht mehr so präsent. Meine Haut sieht echt geklärt aus. Scharfes Teil. Anstatt eines Rosenwassers habe ich jetzt hier von Dr. Pierre Ricot ein Gesichtsspray. Da bin ich auch sehr gespannt drauf, wie das so funktioniert. Das ist mit drei floralen Wässern. Mehrzahl von Wasser sind Wässer, oder? Das ist feuchtigkeitsspendend und belebend. Und dafür kann ich jetzt mein Wattepad verwenden. Watte ist das ja gar nicht. Mein Mehrweg-Pad. Genau, also erstmal kommt das aufs Gesicht. Angenehm. Es riecht sehr floral. Aber angenehm floral. Und dann lasse ich das jetzt mal kurz so einwirken und dann kann man das entweder mit den Fingern einmassieren oder mit dem Pad halt. Ich massiere das jetzt erstmal mit den Fingern ein. Boah. Das ist ein schöner Strahl, der da rauskommt. Mega angenehm. Vor allem jetzt nach der Maske ist es so, dass mein Gesicht das gerade einsaugt. Und schon wieder brauche ich das Pad nicht, weil es eingezogen ist. Das ist ja der Wahnsinn in Tüten hier. Boah, das ist richtig feuchtigkeitsspendend und belebend, oder? Sieh dir das mal an. Aber ich benutze es jetzt, um hier die Überschüsse vom Tisch abzuputzen. Irgendwofür muss ich die doch benutzen, du Pet, du. Und jetzt verwende ich von Vandini den dritten Schritt, das klärende Serum. Und das ist mit grünem Tee. Gebe mir das auf die Finger. Huch, da kommt aber ordentlich was raus. Verteile das in meinen Fingern und massiere mir das auf mein Gesicht ein. Auf mein Gesicht, in mein Gesicht, an mein Gesicht. Oh, ja. Das klärt dann auch nochmal, reduziert die Talgproduktion. Oh. Und fühlt sich echt angenehm an. Riecht wie ein Serum halt. Ne? Jetzt nichts Spektakuläres, aber ja. Halt nicht floral, finde ich. Ja, schon ergiebig, aber ich habe jetzt auch das Gesichtsspray darunter verwendet. Das hat gut getan und auch guckt euch mein Gesicht an, ne? Wie das jetzt auch gerade am Glänzen ist. Das ist richtig belebt und oh, herrlich, wirklich herrlich. Sowas muss man dann normalerweise auch ein bisschen einwirken lassen. Ich benutze dann einfach zwischendurch mal eine Lippenpflege, die ich gerade suche. Nehme ich jetzt einfach hier von Rival de Loup Young den Lip Balm Superfruits LE, den habe ich ja von der lieben Jana bekommen. Oh, es ist gerade so angenehm auf dem Gesicht. Vor allem, wenn du die ganze Zeit mit halt so einer antrocknenden Maske durch die Gegend gelaufen bist. Es tut gerade so gut. Die Haut saugt das alles auf und genießt. Was machen eigentlich die Beine? Die Beine sind immer noch ölig, muss ich sagen. Ich glaube, da habe ich zu viel Produkt verwendet. Und ja, das dauert noch, bis es einzieht. Ja, finde ich persönlich immer ein bisschen schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ja, das ne, ziehe ich dann, mache ich dann lieber abends, wenn ich dann auch ins Bett gehe. Morgens habe ich da einfach nicht, habe ich keine Lust dafür eigentlich, außer ich habe einen Spa-Day, weil mir das dann einfach zu lange dauert, bis es eingezogen ist. Oder wenn ich halt über Sommer einen Rock trage, dann ist das Öl halt weiterhin auf dem Bein, dann kann man das halt immer mal wieder dann einmassieren und so, damit die Beine halt immer wieder einen Glow haben. Das ist irgendwie auch ganz cool, aber jetzt so, wenn man einen Tag zu Hause verbringt und gleich auf die Couch geht, dann ist das irgendwie ein bisschen, muss nicht sein. Aber dieses Dreier-Set von Vandini finde ich super klasse. Das gefällt mir richtig gut. So, Serum ist jetzt halbwegs eingezogen. Dann benutze ich natürlich eine Augencreme. Da habe ich die von Clinique. Das ist, oh, danke Marie, du hast mir einige Backups davon gebracht, vor allem, ne, geschickt. Die All About Eyes Cream ist das. Die benutze ich morgens, abends benutze ich aktuell eine andere, weil ich eine Abend-Augencreme habe. Genau, so sieht die aus. Und
Dieser Duft, ne? Da gehe ich auch wieder mit dem Fingernagel rein und nehme mir für jedes Auge so ein bisschen was. Gebe mir das so drunter und massiere das einfach schön ein. Ha, ha, ja. Unter den Augen, über den Augen, um die Augen drum zu. Oh, die ist so schön, ne? Kann man auch, wenn man halt das morgens macht, das so ein bisschen eintapern, einfach um die Augenringe dann auch so ein bisschen zu reduzieren. Weil ich ja morgens auch, wenn ich zur Arbeit fahre, mir jetzt nicht unbedingt eine Foundation oder einen Concealer drauf mache. Da mache ich mir dann wirklich Gesichtspflege. Und Augencreme ist da ganz wichtig. Das hilft einfach bei mir. Schwillt dann alles ab, alles strahlt, alles sieht frisch aus, ne? Das gefällt mir. Und als Abschluss vom Ganzen verwende ich dann eine Gesichtscreme. Da habe ich ja auch von Dr. Pierre Rico eine zugeschickt bekommen. Das ist die globale Anti-Age-Pflege mit Lichtschutzfaktor 20. Denn gerade jetzt im Sommer solltest du darauf achten, dass du tatsächlich auch Lichtschutzfaktor verwendest. Bei vielen ist es so, dass sie sagen, ich möchte das auch im Winter verwenden, wenn halt nicht Hochsommer ist. Klar, ne? Auf jeden Fall nicht verkehrt. Eigentlich sollte man jeden Tag als Base, wie auch immer, einen Lichtschutzfaktor verwenden, damit auch jeder kleinste Sonnenstrahl nicht dazu führen kann, dass deine Haut vorzeitig altert. Ich mache das aber ehrlich gesagt vornehmlich halt im Sommer. Ansonsten achte ich da nicht so sehr drauf. Ja, und das ist ein wunderschöner Tiegel. Das ist ein Milchglas-Tiegel, also echt schick, ne? Gefällt mir einfach gut. Und ja, da habe ich dann hier das Pöttchen und das ist sehr, sehr fest. Und das trage ich mir jetzt auf mein Gesicht auf. Riecht ein bisschen nach Sonnencreme, aber ansonsten ganz angenehm. Einfach nach einer Creme. Und ich mag morgens halt auch nicht im Gesicht diese extremen Düfte haben. Das ist mir dann einfach alles zu viel. Und diese Creme ist auch sehr angenehm. Macht jetzt auch nach dieser ganzen Pflege, die ich jetzt hier zu mir genommen habe oder auf mein Gesicht gegeben habe, sehr viel Sinn, weil die so schön reichhaltig ist. Und wenn die dann noch Anti-Aging ist, dann beschwere ich mich doch nicht. Auch auf dem Hals ist Sonnenpflege richtig wichtig und vor allem auch Gesichtscreme. Also ich verteile meine Gesichtscreme normalerweise im ganzen Gesicht und auch auf dem Hals und auch im Dekolleté. Ja, da ich jetzt aber schon eine Sonnencreme im Dekolleté habe, brauche ich da jetzt nicht weiter runtergehen. Aber so haben wir das jetzt alle gut aufgetragen. Boah, ich sehe so gepflegt aus, oder? Ja. Alles sehr reichhaltig, das zieht jetzt alles schön ein und pflegt mein Gesicht und sorgt einfach für einen Spa-Abschluss. Ich habe jetzt tatsächlich 1,5 Stunden gedreht, Leute. Das liegt aber auch echt daran, dass ich echt viel gequatscht habe, rumgebrüttelt habe, gemacht und getan, ne? Normalerweise ist so eine Routine in einer Viertel- oder halben Stunde abgeschlossen. Ja gut, aber auf jeden Fall eine coole Creme, die ich so gerne benutze. So, jetzt sehe ich belebt aus, oder? Das kann man nicht anders sagen. Ja, kommen wir kurz zu dem, was du gewinnen kannst. Und zwar habe ich dir ein kleines, aber feines Sommerpaket zusammengestellt. Die glättende Bodylotion von Dove mit Grünteeextrakt. Ein richtig schöner roter Nagellack von Dr. Pierre Rico. Von I+M ein Gesichtsserum mit Anti-Blue-Light-Effekt und das ist Feuchtigkeitsspendend. Das benutze ich tatsächlich auch sehr, sehr gerne in meiner täglichen Morgenroutine. Von May Beauty die Pore-Strips. Und von Garnier die Tuchmaske Hydra Bomb mit Kamillenextrakt für trockene und sensible Haut. Und was du dafür tun musst, steht wie immer unten in der Infobox. Schau einfach mal vorbei. So ihr Lieben, das war jetzt mal ein kleiner, aber feiner Summer Spa Sunday. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Claudi testet alles Videos. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Würde ich mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.